Ich befinde mich in La Cuche im Waadtländer Jura, an der Grenze zu Frankreich. Ja, noch auf 1155 Meter oben. Jetzt starten wir zu unserem ersten Highlight. Und zwar ist es so, La Cuche ist im Grenzgebiet zu Frankreich. Also wir mitten durch das Dorf geht die Grenze, und zwar auch durch ein Hotel. Das heißt also, das Hotel ist übrigens etwas Einzigartiges weltweit, geht zum Teil die Grenze auf, liegt auf Schweizer Boden, und der andere Teil vom Hotel ist auf französischem Boden. So was ganz Interessantes. Unsere Wanderung geht nachher weiter Richtung Frankreich. Heute einen großen Teil, ich wandere, ist in Frankreich. Und dann geht es wieder in die Schweiz rein, in das Val de Joux. So, da sind wir schon an der Straße. Und da haben wir auch schon dieses Hotel, das zum Teil auf Schweizer Boden und zum Teil auf französischem Boden liegt. So, dann nochmal das Hotel. Und hier geht es jetzt durch Richtung Frankreich, durch den Zoll. Jetzt haben wir die Grenze beschritten und befinden uns da schon bereits in. Noch ein Blick zurück nach Cuche. Hier schon auf die französische Seite da. Übrigens sind wir hier im Jura, und da unten ist schon das erste Dorf, wo ich durchwandere, und vorne an diesem Jurazug gehe ich dann den. Gestartet bin ich in La Cuche. Hier habe ich das erste Highlight. Und zwar geht hier durch ein Hotel mitten hindurch die Landesgrenze Schweiz-Frankreich. Nachdem ich die Grenze überschritten habe, habe ich schon das zweite Highlight. Und zwar einen Besuch vom zweitgrößten Fort in Frankreich. Nach dem Durchqueren eines Dorfes und einem sehr schönen See komme ich in ein langes Tal. Doch schon bald darauf habe ich einen sehr, sehr starken Anstieg. Aber oben werde ich belohnt mit einer wunderbaren Aussicht in das Tal hinunter. Nach dem Abstieg und einem weiteren Durchqueren vom Val de Joux erreiche ich mein Etappenziel Le Brassu. Übrigens, mit der Bahn, wo ich gekommen bin, die kommt von Bio hoch, am Genfersee, und geht bis La Cuche. Früher fuhr die Bahn noch weiter, und zwar hier vorne an der Straße entlang, und ging dann da vorne durch das Dorf und noch ins Tal runter. Leider wurde diese Strecke dann eingestellt, weil sie nicht mehr rentiert hat. Dieses Tal da ist sehr bekannt geworden, hauptsächlich durch seinen Wintersport. Da hier vorne an diesem Berg da mit dieser Kuppel der Skipisten, auch an dem da. Und hier im Tal selber hat es sehr viele Langlauf-Eupen.
sein Langlaufparadies da oben. Da oben war noch eine Schanze. Wir werden jetzt hier das Fort besuchen. Ich bin gespannt. Treffen werden. Jetzt sind sie schon bald da vorne im Haupteingang. Da schon die ersten Festigungsanlagen im Eingang. Wir werden jetzt dann mal reinschauen in dieses Fort. Zum Auen. Gut geschützt. Wir sind da im Eingang zum Fort. Das ist eine riesige Anlage. Riesengroß. Da wird diesen Gebäuden noch Käse gelagert. Ein riesiges Käsenlager. Das ist riesengroß. Hier nochmal zum Ausgang. Wieder zum Ausgang da. Gesichert. Hier auch. Nach aus. Ich sehe hier noch die Geschichte zuvor gebaut, weil das doch ein wichtiger Durchgang war. Früher hier an der Grenze Schweiz-Frankreich. Und ganz früher hatte das übrigens noch zu Frankreich war nicht Frankreich, sondern Schweiz. Dann hat es der Napoleon hat dann das von der Schweiz genommen und quasi Frankreich geschenkt. So grob erzählt. Gut, jetzt werden wir hier diesen Weg und das Fort entlang herumlaufen. Riesige Mauern wurden hier erstellt und zum Teil konnte auch natürliche Felsen benutzt werden wie hier. Wahnsinn, diese Anlage. Und interessant zu wissen, wie lange hier dran gebaut worden war. Imposant. Da habe ich da die Rückseite erreicht, der Festung. Da zwischendurch sieht man noch Felsen. Der gegenüberliegenden Talseite. Wirklich beeindruckend. Da oben. Dieses Fort. Ein Blick hier in das Tal und auf die gegenüberliegenden Seite vom Fort aus. Hier oben schön diese Aussicht, die man hier hat. Die Mauer will und will nicht aufhören. Es ist eine wahnsinnslange Mauer. Ein paar Kilometer lang. Und hier wieder auf beiden Seiten. Da verlasse ich jetzt wieder die Mauer. Gehe da runter.
ist da im Zentrum. Sehr touristisch geprägtes Dorf. Bonjour. Großes touristisches Dorf. Das Zentrum. Hier. Das ist jetzt unglaublich hoch. Ja. Gehe ich da zur Kirche rauf. Wir schauen dann uns auch nochmal die Kirche an. Schöne Kirche. Schön da drin. Der Friedhof. Tal runter, dass ich jetzt gehe, da vorne der See und ganz vorne das Walder Schuh. Und hier in diesem Gebiet da drüben entspringt die westlichste Quelle vom Rhein, die Orb. Fließt hier alles, also Richtung Neuenburger See, dann in die Aare, vorher noch natürlich der Bieler See, Aare und der Rhein. Und auf dieser Seite hier fließt alles Richtung Mittelmeer. Interessant. So, jetzt werde ich hier die Kirche wieder verlassen. Das Dorf habe ich jetzt verlassen, da das letzte Haus ist noch ein Schulhaus. Und jetzt fängt hier das Tal an von der Orb. Da unten ist der Fluss schon. Aber ich habe gedacht, wir gehen nicht direkt zur Kelle, weil da kommt noch nicht so viel Wasser. Vorne beim See kommt dann mehr. Jetzt gehen wir Richtung See. Es ist einfach schön da oben. Dieser Ausblick da. Diese Weide hier. Es ist fantastisch. Und dazu noch das schöne Wetter. Und hier unten die Kühe und Weiden. Da tut mir fast das Herz einfach weh. Einfach schön. Ein Sumpfgebiet. Natur. Da kurz vor dem See. Übrigens, wir sind hier noch immer im Hochjura. Sind da, glaube ich, immer noch bei 1000 Meter über Meer. Sind hier am See vorne. Jetzt haben wir da so einen schönen Steg. Dieses Sumpfgebiet. Einfach schön. Ein ziemlich großer See. Hier kommt jetzt die junge Orb runter. Aber noch als kleiner Bach. Ein Rinnsal da. Diese Gegend da hinten. Quelle. Und da geht's in den See raus. Hier der rechten Seite geht unterhalb vom Waldrand die Schweizer Grenze durch.
Und da hier drüben, da ist alles Frankreich. Auch dieser Berg da vorne mit dem Skilift, das ist Schweiz. Wunderschön. Ein Rundumblick. See. Seid dort im Steg. Da das riesige Sumpfgebiet. Da ganz oben von dem Dorf komme ich. Dann die Schweiz rein. Übrigens, dieser See wurde, wenn es mir recht ist, vor 2 Jahren sehr bekannt. Weil wir hatten da in der Schweiz eine große Trockenheit, hauptsächlich auch der Jura. Und da ist die Armee hier aus diesem See Wasser holen gegangen, ohne Bewilligung. Und das hat dann natürlich zu großen Diskussionen mit Frankreich geführt. Und ja, es wurde dann doch friedlich gelöst. Und die Schweiz hat sich dann auch auf diplomatischen Weg entschuldigt. Habe ich da den unteren Teil vom See erreicht. Dann blick in die Schweiz rüber. So, ein bisschen unterhalb von der Waldgrenze, also vom Waldrand, geht die Grenze durch. Dann nochmal ein Blick zum Anfang vom See. Sieht man jetzt unten die kleine Orb hinfließen. So, jetzt habe ich zum Glück nach etlichen Kilometern die Teerstraße verlassen können. Jetzt bin ich da wieder auf einem Naturweg. Habe ich, glaube ich, von hier an doch ein großer Teil Natur und nicht mehr so viele Straßen wie bis hierher. Es ist auch schön da oben. Aber sehr heiß. Ich bin froh, dass es hier oft durch den Wald geht. Das ist jetzt das letzte Dorf vor der Schweizer Grenze. Da drüben ist auch interessant, da geht die Grenze ein bisschen noch ins Dorf hoch.
also nicht gerade am Wald entlang, wie weiter hinten. Aber kommt dann da vorne wieder runter, irgendwo. Kann nicht gerade auswendig sagen. Hier. Schönes Zentrum. Alten Häuschen. Das ist das Zentrum. Auch touristisch geprägt hier. Wahrscheinlich auch auf dem Wintertourismus. Die Ohr schon ein rechter Fluss geworden. Schöne Blumen. Kirche. Ja, diese Seite ist eine Sägerei. Was er gestaut wird. Ich habe mit dem letzten heftigen Aufstieg begonnen. Es geht jetzt Richtung Schweizer Grenze. Schöne Wiese. Jetzt habe ich den ganz steilen Aufstieg begonnen. Der letzte wirklich heftige Aufstieg. Geht steil bergauf. Dazu heiß. Boah. Ich habe den höchsten Punkt erreicht von unserer heutigen Wanderung. So, schon bald an der Grenze vorne. Da unten irgendwo geht die durch. Ich glaube, dieser Hof da ist schon wie die Schweiz. Schön, diese Aussicht oben. Der Aufstieg hat sich gelohnt. Hier ist übrigens ein Naturschutzgebiet. So, sind jetzt mal nach Frankreich. Weg und da in die Schweiz. Schön. Übrigens, diesen Überzug da hier wollte ich zuerst, wo die Grenze noch geschlossen war. Aber jetzt, da alles offen ist, konnte ich diesen Weg hier. Hier diese Flut. Jetzt habe ich doch noch einen richtigen Bergweg. So wie es oft auch im Jura ist. Hochweide im Jura.
dann den Talboden erreicht. Schöne Blühen da, schöne Blüte. Da fließt die Orb. Schön dahin. Ein Sumpfwald. Interessant. Diese arme Kühe da. Die haben auch zu heiß. Jersey. Die zwei da. Da sind wir jetzt im Wald der Schuh. So heißt auch der Schweizer Teil. Da vorne ist der Lac des Choux. Sieht man leider nicht hinter den Häusern. Und da diese Häuser da vorne, das ist mein Etappenziel. Da nochmal ein Blick zurück. Dort ganz hinten, mit diesem hintersten Hügel. Wenn man noch einen Teil sieht, von dort komme ich her. Sieht man, wie die Orb so viele Bogen macht. Da ist ein Fachausdruck, das sind die sogenannten Mader. So gibt es 6 Kilometer mehr. So, wir sollten zum letzten Mal die Orb sehen. Eine schöne Seerosen. Schönes Tal. Ganz hinten komme ich her und diesen Bergkopf gehen sieht. Geht runter. Heute zum letzten Mal. Dann dieses Mal mit der Wanderung wieder weiter. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Bin angekommen beim Bahnhof. Mein Resümee von dieser heutigen Tour, es war eine schöne. Jetzt rechts. Aber recht streng und sehr, sehr viel Straße. Das ist schade. Aber jetzt. Sonst ist es wirklich eine schöne Tour. So, da sind wir jetzt im Bahnhof.